Magmar ist ein Pokémon mit dem Typ Feuer, existiert seit der zweiten Spielgeneration und bildet die Basisform zu Magcargo. Magmar ist ein mittelgroßes schneckenähnliches Pokémon, das sich orange-rot präsentiert. Das Pokémon besitzt einen großen Fuß, aus dem ab und zu Blasen aufsteigen. Durch den Hals ist der Fuß mit dem Kopf verbunden und das Pokémon hat ein breites Maul. An den Seiten der Oberlippe hängt dann hier ein Fortsatz, der einem Tropfen gleicht, und die großen länglichen Augen bestehen aus gelber Lederhaut und kleinen schwarzen Pupillen. Darüber wachsen dann die sehr großen und langen Augen braun und diese ähneln Flammen. In seiner Shiny-Form ist Magmar dagegen silbergrau gefärbt. Magmar nutzt vor allem spezielle Attacken von einigen verschiedenen Typen. Nennenswerte sind hier beispielsweise Antikraft, Flammenwurf und Erdkräfte. Zusätzlich greift es physisch mit Steinwurf, Steinhagel und Body Slam an. Eine seiner Fähigkeiten ist Magmapanzer, wodurch das Einfrieren verhindert wird. Durch die Fähigkeit Flammenkörper wird der Gegner bei Berührung verbrannt. Und durch die versteckte Fähigkeit Bruchrüstung wird bei physischen Gegentreffern die Eigenverteidigung gesenkt, dafür aber auch die Initiative erhöht. Vorzugsweise lebt Magmar an heißen Orten wie Vulkanen in der Nähe atemberaubender Lavaflüsse oder tief unter der Erde, wo es die Wärme des Planeten ausreichend nutzen kann. Seinen Lebensraum teilt sich dieses Pokémon mit anderen hitzigen Lebewesen, wie zum Beispiel seiner letzten Entwicklungsstufe Magcargo oder Kamerupt. Stillstand würde bei Magmar dazu führen, dass es langsam abkühlt und erhärtet, wodurch dieses Pokémon stetig in Bewegung bleiben muss und daher niemals schläft. Vereinzelt wird behauptet, dass es in der Nähe von Magmar zur Ruhe kommt und dadurch schlafen kann, was jedoch in einem Widerspruch mündet. Verschiedene Prozesse in Magmars Körper begünstigt außerdem, dass der Lavakörper in Bewegung und daher flüssig bleibt. Neben diesem erstaunlichen Effekt wird durch diese auch der Nährstofftransport unterstützt und an kalten Tagen oder weit entfernt von Hitzequellen, die von der Natur zur Verfügung gestellt werden, wärmen sich diese Pokémon gegenseitig mit Hilfe ihrer eigenen beachtenswerten Körperwärme. Magmar bildet dabei die Basisform von Magcargo und entwickelt sich unabhängig von Tageszeit und Ort automatisch auf Level 38 weiter. Dabei verändert sich dessen Grundstruktur nur geringfügig. Den Rücken dieses aus Lava bestehenden Pokémon ziert nun ein rundes Gebilde aus Gestein, aus dessen oberen Ende eine kleine Flamme emporsteigt. Die formenden Vorsätze, die einst Augen sowie Kopf geschmückt haben, gehören nun der Vergangenheit an und bezogen auf die Größe des Pokémon sind hierbei keine auffallenden markanten Unterschiede zu vermerken, da es bei der Entwicklung kaum Zuwachs an Volumen verzeichnet. Mit seinem Typen Feuer nimmt es dabei halben Schaden gegen Pflanzen, Feuer, Eis, Käfer, Stahl und Feeattacken, doppelten Schaden gegen Wasser-, Boden- und Gesteinsattacken und der Rest macht normalen Schaden.